Wir fahren jetzt in Richtung, grobe Richtung Malaga und wir wollen nämlich jetzt mal unsere Freundin, oh, aufpassen, dass ich Motorrad fahre, ich weg, nee. Unsere Freundin Christine, die, mit der wir die ganzen super geilen Fahrradtouren in Spanien gemacht haben, die ist nämlich jetzt für 4 Wochen hier unten und mit der wollen wir uns mal treffen. 2 Tage, 3 Tage, da freue ich mich schon sehr drauf. Wind hat uns nach Torrox verschlagen, ist einige Kilometer noch östlich von Malaga und ein kleines Stückchen von Neja, da wo die Tropfsteinhöhlen sind. Da sind wir für 2 Tage auf dem Stellplatz gelandet und morgen werden wir unsere Freundin Christine besuchen. Da geht es weiter in Richtung Westen und wir machen gerade mal einen kleinen Ausflug hier in diesen Ort Neja. Ich hoffe, wir sprechen richtig aus und wir denken die ganze Zeit über die Überwinterer nach. Und da gibt es verschiedene Kategorien hier zu überwintern, von boah, wie kann man sowas machen, bis oh, das ist aber ganz gut. Und gerade haben wir mal angehalten, super schönes Meer. Und da habe ich gerade zu Rita gesagt, auch da, da kann man mal getrost überwintern. Zu dem Überwintern in Spanien gibt es ja 1000 Philosophien und wir haben uns ja entschlossen, hier diesen Winter unseres Sabbatjahres irgendwo im Süden Spaniens, Portugals tatsächlich auch zu überwintern. Ob das immer weiterreisen ist oder ob das irgendwann mal ein bisschen stationär bleiben ist, wissen wir persönlich noch nicht. Viele Überwinterer bleiben irgendwann an einer Stelle stehen, die ihnen gut gefällt, ziehen vielleicht auch in eine Wohnung, die hier offensichtlich, wenn man ein gutes Schnäppchen bekommt, ganz günstig sind. Und ich finde, es hat alles irgendwie seinen Reiz. Wir haben gestern auf dem Spaziergang viele typische Überwinterer gesehen, ältere Menschen, die da an der Strandpromenade saßen und es sich haben gut gehen lassen. Und ich persönlich finde, alleine, dass man am Meer ist, dass es schöne, angenehme Temperaturen sind, meiste Zeit, hat irgendwas Gutes. Wir sind immer an der frischen Luft. Man geht spazieren, man fährt Fahrrad, man bewegt sich. Es ist einfach auch fürs Gehirn irgendwie was anderes, als ja, wenn man zu Hause im Alltag ist. Und wir persönlich vertreten immer noch die Philosophie, oder wir werden es immer mehr, die anderen Menschen so sein zu lassen, wie sie sind, in ihren Möglichkeiten, die sie haben. Und wir erhoffen uns, dass andere uns auch in unserer Möglichkeit lassen. Und das ist, glaube ich, sehr schön. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, dann sind das immer solche, die auch ihre Geschichte haben und ihre Philosophien und ihre Vorhaben. Und wir haben das Vorhaben, hier zu reisen, wie wir wollen, und vielleicht auch irgendwo mal kurze Zeit sesshaft zu werden, müssen wir einfach noch austesten. Im Moment ist es schön, ein paar Tage irgendwo zu sein, wenn es schön ist, und auch wieder wegzufahren, wenn man sagt, ja, ich habe alles gesehen, rechts und links, und in die Berge rein, und dann geht's weiter. Es macht so viel Spaß, so viele verschiedene Eindrücke zu gewinnen, und es macht auch Spaß, im Körmit zu sein und einfach zu sein, zu lesen. Ja, und jeden Tag kann man sagen, ach, das habe ich heute nicht geschafft, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich würde sagen, wir sind jetzt im Epizentrum von Neja, und zwar am Balkon de Europa. Sehr, sehr schön, beim besten Wetter. Übrigens ist heute der erste Advent. Und eigentlich ist das schon eine sehr schöne Stadt zum Überwintern, muss ich sagen. Also keine Hochhäuser, alles sehr gepflegt. Sieht wirklich ziemlich vernünftig aus. Ich werde hier nicht überwintern, aber falls ihr das wollt, gerne. Mm.
Nachdem wir den ganzen Morgen Fahrräder verpackt haben, Mountainbikes, mit denen wir schon die ein oder andere Supertour mit der Christine hier durch Andalusien gemacht haben, durch andere Teile Spaniens. Das ist die Christine. Die haben wir heute Morgen verpackt. Ne? Das ist nämlich die Christine von Baetica. Eine sehr, sehr gute Freundin und ich würde sagen, die weltbeste Fahrradfirmeninhaberin der Welt. Mit der machen wir jetzt eine Wanderung über den Dächern von Michas. Danke. Einen kleinen Schwenk habe ich gerade schon versucht, auf dem auch die Stierkampfarena drauf zu sehen ist. Und jetzt kämpfen wir uns mal hier ins Gebirge. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg heißt, der Name steht hier drauf. Der Weg heißt Sendero Cañada de Gertrudis. Sind wir gerade mal 50 Meter unterwegs und da denkst du, du wärst in einer anderen Welt hier. Ja. Schon ein sehr, sehr schöner Weg hier. Unglaublich. 30. November und du musst dir die Klamotten vom Leib reißen, sonst gehst du hier kaputt. Ist ein bisschen anstrengend der Weg und super heiß und geile Aussicht. Und der Rita ist eben ein Steinbock oder sowas begegnet und er hat es noch mit dem Handy versucht zu fotografieren. Ich hoffe, das wird geworden. Und so sieht es hier aus. Ich möchte nur anmerken, wir haben heute den 30. November. Und hier oben ist es, ich bin zu warm angezogen, hier ist T-Shirt-Wetter. Und wir haben einen herrlichen Blick auf Michas, das Dorf hier oben, das Bergdorf. Und bis zum Meer. Herrlich. Ich habe das Gefühl, es sind 30 Grad. Aber sagen wir mal, 25 sind bestimmt. Wir sind so steil und verwunschen und loses Geröll in diesem Berg. Total steil. Jetzt wundert mich auch nicht, warum da unten so ein Schild gestanden hat mit einem Foto. Hier wird nämlich seit 12 Jahren einer vermisst. Der ist ja auch lang gegangen, der ist weg. Kein Wunder. Und in der Beschreibung steht sehr leicht. Ich würde sagen, überhaupt nicht leicht, gar nicht leicht. Du gehst hier hoch, beziehungsweise kraxelst hier hoch. Und du denkst, wer ist oben, dann nimmt die Sache einfach kein Ende. Und da unten irgendwo in dem Geröll, da müssen die beiden jetzt sein und mal hier auftauchen. Und wir haben ein kleines Problem, wir haben eine kleine Herausforderung. Wir müssen gucken, ob wir vor Sonnenuntergang hier wieder runter sind. Aber noch sind wir nicht oben. Und was ich noch sagen möchte ist, die Christine ist 69, die kraxelt hier hoch wie so eine Bergziege. Unvorstellbar. Da hinten kommen sie, ich versuche sie mal ran zu zoomen, auch gucken, ob das klappt. Ich kann euch sehen, ich versuche euch mal ran zu zoomen. Kommen sie angekraxelt. Ihr wisst ja, jeder gute Katastrophen-Blockbuster fängt mit einer harmlosen Szene an. Och, wir fahren mal nachmittags um 3:30 da vorne hin auf den Stellplatz, den Parkplatz und machen eine kleine Wanderung. Die Sonne ist mittlerweile auf der anderen Seite runtergegangen und wir hoffen, dass wir da oben gleich oben sind und dann müssen wir wieder runterklettern. Aber wir schaffen das. Bob der Baumeister. 743 Höhenmeter. Bob der Baumeister sagt, wir können das schaffen. Und hier gibt es diese wunderbaren Marmorsteine. Sieht aus wie einen nehme ich mir mit. Mal gucken. Sieht aus wie eine Jakobsmuschel. Ne? Na, nicht ganz, ne? Der ist schwer wie sonst. Weil willst du den wirklich mitnehmen? Ja, den tue ich jetzt in deinen Rucksack. Wir sind doch noch vor Einbruch der Dunkelheit zumindest schon mal oben angekommen. 781 Höhenmeter. Und da muss man sagen, das ist doch für eine kleine Nachmittagswanderung. Ne? Können wir stolz drauf sein. Erst müssen wir noch mal gucken, ob wir da runterkommen. Guck mal, waren schon 2 Meter, waren wir schon runter, ohne mich zu bewegen. So langsam wird es ein ganz klein bisschen ernster. Wir sind noch lange nicht unten und unten sind schon überall die Lichter an und die Sonne ist schon, würde ich sagen, am Untergehen. Es wird dunkel. Wir sind aber voll auf dem Track und wir müssen nur noch ein paar Kehren zick, zack hin und her gehen und dann sind wir da. Lass uns keine Zeit verlieren. Mein lieber Scholli, ich weiß nicht, wie viele 69-jährige Frauen jetzt die Nerven verloren hätten. Es ist stockdunkel,
Das könnt ihr vielleicht daran erkennen, dass ihr mich nicht seht oder fast nicht seht. Ich weiß es ja nicht. Wir sind immer noch nicht unten. Und die Christine geht in einer Seelenruhe darunter. Hat Schmerzen in den Knien, weil die hat so einen Kreuzbanddefekt. Aber die ist total gut drauf. Und wir hoffen, dass wenn wir runterkommen, dass wir da irgendwann ein leckeres Bier bekommen da unten. Dann werden wir sehen. Bleibt spannend. Wie ist die Mannschaft drauf? Wie seid ihr drauf? Tolle Nachtwanderung, hätte auch niemand gedacht. Auch sehr hell hier, ne? Dass wir heute noch eine Nachtwanderung machen, aber ist echt klasse. Man wird auf seine Sinne zurückgeworfen. Fühlen. Also das ist übrigens dein Gesicht, man sieht es. Tasten. Dann weiter. So, ab jetzt wird sogar mit dem iPhone-Handy ein bisschen Taschenlampen-Modus gemacht. Sehr gut, danke. Darfst du keinem erzählen. Falls irgendeiner denkt, wir wären unten, nein, noch lange nicht. Was? Ja, 50 Höhenmeter haben wir noch, ja, stimmt. Zu den Sinnen, die man jetzt brauchen kann. Was nochmal? Tasten und Fühlen, jetzt doch wieder das Sehen zurückgekommen, weil wir uns ja jetzt den Weg leuchten mit den Handytaschenlampen. Also wohl, der wohl. Technik sei Dank, wir schaffen es auch noch die letzten 50 Höhenmeter. Das ist die spektakulärste Wanderung, die ich in meinem ganzen Leben mitgemacht habe. Die ist super schön, die ist nur ein bisschen außer Kontrolle geraten. Dieser Lichtschein ist Ritas Handy. Hier ist es scheiße dunkel und wir sind noch lange nicht unten. Aber wir haben nicht nur einen Springbock gesehen. Das war die größte Sternschnuppe, die wir je in unserem Leben gesehen haben. Die ist da gerade ins Meer reingezischt. Aber die war da, so was kannst du natürlich nicht aufnehmen. Und jetzt könntest du bitte den Lichtstrahl aus meinem Auge rausnehmen, das wäre schön, ja, sonst sehe ich ja. Falls ihr jetzt denkt, wir wären unten weit gefehlt. Mitten im Berg ist jetzt so eine Kapelle, die St. Gertrud, nee, die Kapelle, die Heiligenkapelle von dem Dorf. Man hat mir gerade gesagt, das ist die Kapelle der Schutzheiligen des Dorfes Michas. Wir sind noch lange nicht unten, aber mit der Kraft der Schutzheiligen schaffen wir den Weg runter, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Nerven verlieren oder Nerven behalten. Wir sind Nervenbehalter. Und ich kann mir vorstellen, wenn hier eine Kapelle ist, da wollen ja auch Leute hoch, dann kann das jetzt nicht mehr so beschissen sein wie bis jetzt, weil das ist total steinig und geröllig. Der Weg und war das, schön, ne? Und dann die Aussicht ist super geil. Der Weg ist schön, aber anstrengend. Und im Dunkeln sehr anstrengend. Hat man gut Munkel. Ja. Unsere Wanderung, die gestern ein ganz kleines bisschen außer Kontrolle geraten ist, wir sind tatsächlich im Stockdunkeln darunter und wir waren hinterher ein bisschen erschöpft. Und dann sind wir noch bei der Christine in eine ganz schöne Kneipe in der Nachbarschaft eingekehrt, haben ein paar Erfolgsbiere getrunken und sehr lecker gegessen. Das hat also noch geklappt. Und jetzt heißt es, aus diesem komischen Kerl mit dieser Frisur und diesen Dingen hier, wieder halbwegs anständige Menschen zu machen. Das versucht die Rita jetzt. Und wir haben ja die Bilder gestern in unseren Status gesetzt und da hat schon der erste Interesse gezeigt. Und deswegen versuchen wir gleich mal eine Karte zu finden, auf dem die Wanderung, die wir gestern gegangen ist, zu sehen ist. Falls ihr mal in der Nähe seid und auch Lust habt, sie zu machen, sehr empfehlenswert. Aber auch ein bisschen anstrengend. Ein bisschen anstrengend. Heute ist Boxenstopptag. Wäsche waschen, Frisur in Form bringen, rasieren, hat alles meine Frau gemacht. Sonst sähe ich nicht so aus, aber sie sagt jetzt sehr gut aus. Und wir haben eine Karte gefunden, auf der der Wanderweg ist. Aber dürft euch nicht erschrecken. Wenn ich euch jetzt den Wanderweg zeige, denkt ihr, was ist das für eine kleine Runde? Aber es ist schon ein Hammer. Zeig mal drauf, Rita. Hier könnt ihr die Karte sehen, von der Sierra de Michas. Michas ist hier und hier ist das Mittelmeer, hier ist ungefähr Marbella, da geht es nach Malaga, damit ihr wisst, wo wir sind. Und wie gesagt, hier ist Michas. Bis da sind wir mit dem Auto gefahren und nur diese kleine Runde hier, diese gelbe, blaue, rote Runde, dieser kleine Kreis in dem Gebirge
war unsere Wanderung. Wenn man sieht, was man da noch alles machen kann. Und ungefähr hier beim Runterklettern sind wir dann in die Dunkelheit geraten. Und hier war die Kapelle. Ja, und die Bierkneipe ist da nicht mehr drauf. Hat sich gelohnt, können auf jeden Fall nachmachen. Sierra Nevejas und die, falls euch das runterlade, die Route lautet. Und die Route lautet Ruta Cañada Gertrudis. Diese hier. Sehr, sehr empfehlenswert. Und wieder sind wir on the road. Die Nachmittagssonne hat uns rausgelockt nach Boxenstopp und ein bisschen arbeiten und ein bisschen Wäsche zusammenfalten. Sind wir jetzt draußen. Meine Knie sind, man merkt sie, aber sie sind in Ordnung. So, wir sind jetzt hier an der Senda Litoral Mijas. Usted está aquí. Also, wir sind hier und das hier gehört zu einem Projekt, was Spanien sich auf die Fahne geschrieben hat, einen Steg zu machen oder eine Wanderroute zu machen direkt am Meer. Die soll von Norden nach Süden oder Süden nach Norden an der Küste entlang gehen. Und dieses kleine Teilstück, damit haben sie angefangen und wir sind Gott sei Dank genau hier, wo sie schon damit angefangen haben und werden uns jetzt in diese Richtung bewegen. Es gibt manche Sachen, die können leider nur wir genießen und ihr nicht. Schade, sehr schade sogar, weil wenn wir hier aufs Meer rausgucken und uns ein bisschen konzentrieren, dann sehen wir in einiger Entfernung so eine Herde Delfine schwimmen. Die kommen so aus dem Wasser gesprungen, du siehst die Flossen, alles nur. Die kriegen wir mit unserer Kamera nicht drauf, weil das nicht jede Sekunde passiert. Wir haben es versucht, aber es klappt nicht. Wir können euch bestätigen, sehr, sehr schöne Angelegenheit. Guten Morgen aus Fuengirola. Ja, ich bin heute Morgen mit unserer Freundin Christine mal in diesen Ort hier gefahren, weil sie hatte zu tun im Ort, Bankgeschäfte etc., bevor sie wieder nach Hause fährt. Und ich ströfe jetzt einfach hier mal ein bisschen durch die Stadt. Und die Christine hat mir eben schon gezeigt, hier im Hintergrund befindet sich eine Krippe, die aufgestellt wurde. Ist ja ein bisschen spooky, hier tatsächlich Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen bei Sonnenschein und tagsüber so 16 bis 18 Grad, manchmal aus 20. Man hat schon ganz bemüht die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, die meiner Einschätzung nach ein bisschen kitschig ist, aber sie sind alle sehr bemüht hier. Ich bin dann hier mal durchs Dorf gewandert und zeige euch mal diese Krippenausstellung. Also Krippe heißt in Spanisch oder Andalusisch Belén. Und in jeder Stadt oder in fast jeder Stadt gibt es dann im Dorf so eine Krippenausstellung. Da hat man extra so einen kleinen Pavillon für aufgestellt und verschiedene Krippen aufgebaut. Die Christine hat uns auch erzählt, dass es hier Frauen gibt, die das ganze Jahr an ihrer Krippe basteln und die tatsächlich so groß sind, dass sie in eine ganze Garage passen. Also so ähnlich wie Männer, die sich auf dem Speicher oder im Keller so eine Eisenbahn aufbauen. So ist das dann auch bei den Frauen. Und natürlich jetzt vor Weihnachten werden die dann überall zur Schau gestellt. Und die Besten schaffen es dann auch hier in diese Belén Municipal Ausstellung. Und hier mal eine Detailaufnahme. Ich hoffe, es kommt ganz gut rüber. Da laufen die Heiligen Drei Könige ein auf Kamelen in die Stadt durchs Stadttor. Also ist ganz detailreich dargestellt hier. Hier zeigen sie die Detailszene von Maria und Josef, wie sie schwanger vor der Herberge stehen und kein Einlass für sie ist. Diese Szene kennen wir alle und das
habe ich immer mit Krippe verbunden, aber hier erkenne ich nochmal, dass eine Krippe alle Details zeigt, also nicht nur das, was wir kennen, Maria, Josef, Jesuskind, Ochs und Esel im Stall, sondern auch die Szenen vor und nachher. Das glaubt uns zu Hause niemand, ein Weihnachtsmarkt vor der Kirche, ganz nett gemacht. Nach einer kleinen Einkaufstour sind wir noch nach Michas zurückgefahren, also in dieses kleine Dorf, das wir auf der Wanderung nur immer von oben gesehen haben. Und wir haben es gerade noch geschafft, in das Heimatmuseum hier zu gehen. Und die zeigen sehr schön, wie hier Olivenöl gemacht wurde, wie früher der Wein geerntet wurde. Und Michas ist bekannt für seine Eselchen, weil die Eselchen liefen früher um die Mühle rum und haben den Mühlstein betätigt. In der Franco-Zeit gab es einen Bürgermeister von Michas und dieser Bürgermeister musste vor Franco fliehen. Ja, und wo sollte man hinfliehen, dass man nicht erwischt wurde? Er hat sich in seinem eigenen Haus einmauern lassen und hat 30 Jahre in diesem Haus gelebt und dann ist er begnadigt worden und dann hat er das erstmal nicht geglaubt und wollte gar nicht rauskommen. Hier war Arbeitsraum und daneben das Schlafzimmer. Ganz offiziell. Und wenn man hier reinging, dann konnte man nur einen Schrank sehen. Also hier war die Schranktür. Und hinter der Schranktür war das Zimmer, wo der Mann sich hat einmauern lassen, sozusagen. Darf ich mal reinhalten? Ja, komm mal rein. Der hatte nur ein Bett, einen Stuhl, einen Tisch und so einen Weltempfänger, wo er immer die Nachrichten gehört hat. Nicht gerade groß, ne? Nee. Der arme Mann musste 30 Jahre in diesem Verlies da sitzen und anhand der Bilder, die ihr seht, könnt ihr auch sehen, wie er gealtert ist. Hier befinden wir uns in so einer typischen Wohnstube. Da wurde gekocht und hier am Feuer wurde im Winter, wenn es dann kalt war, gegessen und da kauerten sich die Leute zusammen, damit sie richtig warm bekamen. Sein Leben wurde später verfilmt und der Filmtitel hieß Der Maulwurf von Michas. Und auf Spanisch, El Topo de Michas. Und das hübsche Haus dahinter mir war übrigens das Museum. Sehr, sehr sehenswert. Hier sind wir im Sabor-Laden angekommen, einem Süßigkeitenladen mit ganz vielen gebrannten Mandeln und solche Sachen. Und jetzt kaufen wir hier mal ein paar Geschenke ein. Oh, was sehen meine Augen in Südspanien, in Michas, im Weihnachtsmarkt. Hammer. Bisher habe ich schon noch seelenruhig alles mitgemacht mit den beiden. Museum, sehr schön. Süßigkeitengeschäft, sehr lecker. Weihnachtsmarkt. Auch schön, obwohl der nur 10 Sekunden gedauert hat, was wir drüber gegangen sind. Aber jetzt sind die beiden in den Schmuckgeschäften. Der Besuch in dem Schmuckgeschäft, der ist Gott sei Dank kostenneutral zu Ende gegangen. Sprich, die beiden Damen haben nichts gekauft, da war schon mal sehr gut. Und die Christine, die führt uns hier von einem Filetblick zum anderen. Diesmal ohne harte Wanderung. Heute machen wir mal einen auf ganz ruhig. Schaut euch mal diesen Blick an, versucht da mal drauf zu kriegen. Vor uns die Stierkampfarena und hier kann man Karten kaufen. Entweder man möchte im Schatten oder in der Sonne sitzen. Dreimal dürft ihr raten, welche Karten teurer sind. Da oben ist die Kapelle, wo wir gestern fast am Ziel, aber noch nicht ganz waren, als wir beim dunklen Abstieg waren. Da kann man die Kapelle sehr schön sehen. Das ist das Ende vom Kreuzweg vom hiesigen. Das ist eine absolute Premiere. Jetzt sind wir mal beide auf dem Film, weil wir haben die Kamerafrau Christine gefragt. Wir haben die beste Kamerafrau, ne? Von uns mal einen Film machen kann. Hier vor der Kapelle. Diese Kapelle ist die Kapelle der Schutzheiligen dieses Ortes. Und wir sind da heute Nachmittag hier hochgefahren, schon am späten Nachmittag, und sind wieder ins Dunkel reingekommen, aber diesmal ja auf schönen Wegen. Und dieses Dörfchen gefällt mir richtig gut. Und dir? Mir gefällt das sehr gut und mich freut auch, dass wir gleich lecker Fisch essen gehen.
Und hier auf dieser Straße ist jetzt unser Fischlokal. Da gehen wir jetzt hin, da freue ich mich schon drauf. Hola Chica, hast du auch Hunger? Hola Chico. Boah, ich hab Hunger. Oh. Yo tengo hambre. Okay. Mucho. Ich auch. Los. Parkhaus Malaga. Wir sind bereit, die Malaga Weihnachtsbeleuchtung anzugucken. Okay, geht's los. Malaga Weihnachtsbeleuchtung, coole Sache. Spätestens nachdem ich diesen Malaga Süßwein probiert habe und bei ungefähr 18 Grad auf dem Weihnachtsmarkt sitze und mit den beiden Mädels hier unterwegs bin, um mir die Weihnachtsbeleuchtung anzugucken, die zu den 20 berühmtesten der Welt gehört hier in Malaga, weiß ich, ich bin hier richtig. Die Teile hier nennt man Boquerones. Boquerones. Und achtet mal drauf. Hier vorne ist das Gesicht, hier ist der komplette Körper und hier sind die Schwanzflossen. Und wisst ihr, was da jetzt passiert mit dem Gesicht, dem Körper und den Schwanzflossen? Guck mal hier. Hier sind gerade zwei Straßenkünstler aufgetreten. Die haben dermaßen akrobatische Kunststücke gemacht, ne, dass es immer feierlich war. Und wir haben ihn fotografiert, weil die Christine hat sie in ihn verliebt. Hau raus, Basti, da sind sie doch. Una vez más. Die Hauptlichtershow mit Musik, die haben wir jetzt vertrunken. Aber jetzt gehen wir mal so durch die Stadt. Die Christine hat den Straßenkünstler überredet, ein Geburtstagslied für ihre Freundin in Deutschland zu singen, was sie jetzt gerade aufnimmt und ihr zuschickt. To you, happy birthday, to us, happy birthday, to you, cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, te deseamos todos, cumpleaños, feliz. Des heutigen Abends angekommen, hinter mir der Tannenbaum und dann diese wunderschöne Allee aus Lichtern. Das ist echt der Knaller hier, was du hier erlebst. Und hier soll auch noch eine Show sein. Wir wissen nicht, ob noch eine stattfindet. Die haben wir vertrödelt, aber sehr schön vertrödelt. Und das hier ist auch schon sehr schön anzugucken. Und Poco Kitsch, aber es ist einfach original. Und hier sind alle Leute auf den Beinen. Die meisten haben ihre Maske an. Es weht ein laues Windchen. Es ist irgendwie die nicht so richtig Weihnachtsstimmung vom Wetter her. Aber die machen hier alles wett mit diesen wunderbaren Lichtern. Wir können nicht lassen. Eigentlich wollten wir schon lange nach Hause gehen, zum Auto gehen, Parkhaus und zurückfahren und einen schönen YouTube-Abend machen. Aber jetzt sitzt man hier über den Dächern von Malaga am zentralen Platz bei der reichsten Bruderschaft, bei den Jungs von Real Hermandad
Santo Sepulcro. Und kannst du das nochmal wiederholen? Real Hermandad, also die königliche Bruderschaft del Santo Sepulcro. Kann sein, dass ich bei dem letzten Namen einen kleinen Versprecher hatte. Da haben uns doch ein paar Bierchen reingepfiffen und ganz, ganz leckere Spieße und russischen Salat. Rita, und falls du dich mal umdrehen magst, dann können wir auch einen schönen Blick auf die nächtlich erleuchtete maurische Mauer erhaschen.